Hallo, hier ist Ihr Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich eine Gams-Schulter auslöse und zuschneide und wie ich einen Gams-Rücken pariere. Fangen wir mit dem Gams-Rücken an. Was wir verbrauchen, ist ein Streicher und ein Messer, ein langes Messer, das ist immer gut, weil da kriegen Sie einen geraden Schnitt. Viele nehmen beim Zuschneiden so ein kurzes Messer. Sie kriegen damit keinen geraden Schnitt. Probieren Sie einmal mit einem großen Messer, das ist ein bisschen Übungssache, aber wenn Sie das hier außen haben, Sie tun sich viel leichter. So, ich nehme den Rücken daher. Da ist ein bisschen Schweiß drin, das ist aber nichts Schlimmes. Das schneiden wir gleich weg. Wo man beim Rücken immer aufpassen muss, das ist da hinten. Da reißt er gerne ein. Das mache ich immer ein bisschen mit den Fingern vorher, ein bisschen ein, mit dem Messer. Weil der Rücken, da reißt er gerne ein. Und dann reißt es nämlich genau die Seiten ab, dann hast du den halben Rücken weg. Jetzt, da war der Schuss, das macht nichts. Jetzt tun wir da her. Schauen Sie, jetzt wird da. Da schneiden wir schneller weg. Beim Wild ist auch so, man ist kleiner, man schneidet ein bisschen mehr weg, als wie zu wenig. Weil wenn ich ein Ding drauf ist, ist doch draußen im Freien geschossen worden und da kann eure Hand drin sein und drauf sein und das ist vom Geschmack her immer unangenehm. Deswegen ist es gescheiter, man schneidet ein bisschen mehr weg als wie zu wenig. Da ist vom Schuss ein bisschen ein Schweiß noch, das tun wir auch weg. Und den schneiden wir da gleich gerade, weil da ist der Schuss drin. Und da schneiden wir weg, da war da aber der Schuss drauf. Und ich weiß nicht, was da alles drin ist, gell? Deswegen schmeißen wir es weg. Die Sehne ein bisschen weg. Und schärfen. Jetzt ist da. Jetzt nehme ich da die Mitte. Die Mitte, schneidet bis zur Sehne. Oh, das war zu jung. Aber sowas passiert, Schatz. Da muss man sich einfach nur zu helfen wissen. So. Und da lasse ich es drauf. So. Probieren wir es noch einmal. Da ist er. Die schmeißen wir weg, die Sehne. Das auch. Da ist das, wo man aufpassen muss. Wissen Sie, der Jungs, das ist ein Jahr alt. Schauen Sie, da können wir da ein bisschen weggehen. Jetzt wieder, das ist alles so, da schmeißen wir zum Hundefutter. Da ist wieder, da war der Schuss. Sehen Sie, da war der Schuss drin. Da schmeißen wir auch weg. Mitte. Da mal bloß übersehen. Und das Messer schneidet, glaube ich, nicht mehr ganz richtig scharf. Könnte nicht mehr geschliffen. Und die grobe Sehne schneiden wir auch weg. So. Jetzt da noch einmal. Da schneide ich, da lasse ich ein bisschen drauf. Wenn ich das jetzt wegschneide, gell, ich entwerte einfach nur den Rücken. Das lasse ich drauf, die bisschen, und das grobe, die grobe Sehne schneiden wir da noch weg. So. Und jetzt löse ich dann die Schulter aus. Schauen Sie, was da passiert ist. Da hat der Jäger hat es aufgehängt gehabt. Da. Das war nicht gut, deswegen passiert das so. Deswegen ist es besser, man hängt es da auf. Aber nicht so. Da ist der Ölbogen. Jetzt nehme ich mit dem Messer schneide ich da her. So. Da ist das Glied, da schneide ich eine. Dann drehe ich den Knoten ein bisschen so her. Jetzt drehen wir es so her. Jetzt so.
Und jetzt drücke ich den Knochen da ein bisschen runter. So, der Knochen ist sauber. Wenn du es wünschst, das andere Knochen nehmen, aber der Knochen ist sauber. Jetzt drehe ich die Schulter so her, das Fett schneide ich weg. Und das schneiden wir auch weg. Da war der Schuss, da war der Schuss, war das. Jetzt, bei da war das, da war der Ellbogen. Da ist das Schulterblatt. Jetzt schneide ich gegenüber vom Ellbogen, schneide ich schon Schnitt da her. So und so. Da schaut es nicht zu tief rein schneiden, dann mit dem Messer Rücken der Beinhaut entlang, da das gleiche. Jetzt drücke ich das Schulterblatt ein bisschen doppelt an. Vorauf, so her. So. Und wichtig ist, dass man schaut, dass man da hinten, wenn man es richtig sieht, da ist eine Beinhaut, die muss durchschnitten sein. Schauen Sie das. Wenn Sie das haben, legen Sie das Messer weg, holen Sie es da ein. Sehen Sie, Schulterblatt ist sauber. Absolut sauber, das war nur bei der Schuss dabei, gell? Sonst war das auch noch ganz weiß gewesen. Dann stellen wir da den Knorpel raus. Das war, früher hat man gesagt, der Kruspel, mit dem man früher die Wurstwandeln ausgeputzt, vom Rind. Jetzt stellen wir da das, was ist. Weil der Knochen muss weiß sein. Früher hat es geheißen, am Knochen muss die Fliege verhungern. Man hat es früher gequält, mit dem weißen Knochen, kann man nicht mehr vorstellen. Dann schneidet man da, und da her. Und da schauen Sie, wie er die Beinhaut. Dass man die Beinhaut da oben durchtrennt, zum Knochen die Beinhaut. Und dann, schaut. Und jetzt nehme ich den Ellbogen, fahre ein bisschen drauf, sehen Sie, wie der Knochen weiß ist. Und die Beinhaut ist da drauf. Und jetzt schauen wir, dass wir nicht zu viel Knorpel reinbringen. Auch keine Schnitt, da geht die Sehne her. So her. Schauen Sie. Jetzt haben wir da ein bisschen Fleisch drauf. Schauen Sie, und der Knochen ist weiß. Der Knochen ist weiß. Legen wir so, ist er schöner. Gell? Legen wir auf die Seiten her, schöner. So, jetzt putzen wir die Schulter zu. Da lege ich die Schulter so her. Nehme ich das große Messer, das trenne ich mal ab, die Wadel. Jetzt lege ich sie so her. Da ist der Schulterblattdeckel, den schneide ich weg, den nehme ich für Verschiertes. Da ist wieder ein Knorpel drauf, weg damit. Für Verschiertes. Das gleiche. Und da ist ein bisschen ein Blut und da ist ein Lymphknoten, der geht auch weg. Das ist ein Lymphknoten, der geht weg. Schaut, und da ist kein Schnitt drin, gell? Sonst beobachtet man so, dass die Leiter reinschneiden ist. Das ist nicht notwendig. Das bleibt schön ganz weg. Da sind da ein bisschen von Lymphknoten was, das schneiden wir auch weg. Und wichtig ist für mich halt, dass man immer alles schön gerade schneidet. Dass nicht irgendwo so ein Zoh dran weghängt. Ah, das ist auch ein Lymphknoten. Der ist immer da vorne. Aber der ist auch recht groß, aber der ist immer so. Der ist immer so groß. Das ist ganz normal. Das werden wir verschiert, das tust du mal weg. Da war der Schuss, da schneiden wir jetzt ein großzügiger weg. So. Da legen wir es daher. Da schneiden wir auch schön gerade. So. Hinten ist er. So,
Bindehaut drauf, die nehmen wir auch weg. Da komm ich. Das von den Schuss auch weg. Und den. Das ist vom Schuss wieder. Aber das ist ganz wenig, das ist nicht, da ist nicht viel hin. So, da haben wir ein schönes Bratenstück. Das legen wir auf die Seiten. Und jetzt kommt die Wade. Da machen wir Ragout raus, weil ich bin drauf gekommen, wenn man das als Gulasch bezeichnet, dann wollen es die Kinder und die nicht essen. Aber ist Ragout, hat man kein Problem. Es ist eine verrückte Welt, aber sie ist so. So, da schneide ich einen schönen Würfel. Und wichtig ist beim Gulasch, dass sie immer schön durchgeschnitten sind, die Würfel, dass sie nicht irgendwo zusammenhängen. Und auch diese Flachsen und alles Mögliche, was so quasi unappetitlich ausschaut, da schneidet man einfach weg. Weil wenn die Kinder das beim Essen sehen, oder sagen wir, oder man selber auch, man mag das ja nicht. Gell? Man mag das ja nicht. Also so wie das, das ist ein bisschen eine Haut, eine Bindehaut, schneidest du die weg. Das ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Da ist ein bisschen Schweiß drauf, wo er die Jahre aufgeschnitten hat. Das ist einer vom auch weg. Und jetzt sehen wir wieder eine Würfel an. So. Und da machen wir das Gleiche. Den Teil nehmen wir zum Faschierten. Es ist eigentlich, hat sich ja der Trend entwickelt, dass immer mehr Faschiertes geht. Weil die Jugend, da wird einfach alles Mögliche, Lasagne oder irgendein Nudelgericht, ein Faschiertes passt immer. Und essen auch die Kinder. Und eine Würfel. So, wenn das Video Ihnen gefallen hat, geben Sie mir bitte den Daumen nach oben. Sie können auch meinen Kanal abonnieren, würde mich auch sehr freuen. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen oder doch haben Sie doch was gesehen, wie man es vielleicht macht oder wie man es auch nicht macht. Danke fürs Zusehen.